Herzlich willkommen. Die Organisationseinheit Ethik, Sammlung und Geschichte der Medizin ist zugegebenermaßen eine komplizierte Konstruktion. Ich möchte aber doch darauf hinweisen, dass die Medizin noch ganz andere Organisationseinheiten zu bieten hat. Also ich lerne da auch jeden Tag dazu, obwohl ich eigentlich seit mittlerweile 5 Jahren dort tätig bin. Ja, zur Thematik. Die Anfrage zu diesem Vortrag hat mich vor einigen Monaten erreicht. Und damals war eigentlich die Hoffnung, wenn ich das richtig verstanden habe aus Ihrem E-Mail, dass wir heute sozusagen zurück, unter anderem auch schon auf die Corona-Pandemie zurückblicken würden können und da sozusagen eine Art Bilanz der Schlussstrich da ziehen würden. In dieser Hinsicht sind wir einmal mehr, muss man auch dazu sagen, eines Besseren belehrt worden. Dazu ist es nicht gekommen. Trotzdem ist es ein so guter Zeitpunkt wie der andere, sage ich mal, die Geschichte der Seuchen und der Seuchenbekämpfung Revue passieren zu lassen. Ein Thema, das, Sie haben das angedeutet, zwar nicht ganz im Zentrum meiner sonstigen normalen Forschungstätigkeit steht, das mich aber auch schon länger interessiert, prinzipiell und auch noch einmal motiviert natürlich durch die Corona-Pandemie. Und ich halte es auch deshalb für ein sehr interessantes Thema, weil sich daraus durchaus auch grundlegende Fragen bezüglich des Verhältnisses von Individuen zu Kollektiven, zur politischen Organisation und Ähnlichem ergeben. Es ist ja so, dass die Bekämpfung von Infektionskrankheiten aus der Perspektive von dem, was man heute als Public Health bezeichnet, auf Kollektive gerichtet ist, auf soziale Gruppen, auf bestimmte, ja, größere Kollektive, auf ganze Bevölkerungen. Und daraus ergeben sich ganz eigene, auch ein eigenes Spannungsverhältnis zwischen Individuen, deren Rechten und den Interessen der Allgemeinheit, der Gemeinschaft, des Kollektivs. Ein Spannungsverhältnis, das wir natürlich auch in unserer heutigen Situation ohne große Mühe, sage ich einmal, aufsuchen und wiedererkennen können in unserer gegenwärtigen Situation. Die Redezeit war mit 75 Minuten an sich großzügig bemessen. Wir haben 10 Minuten, muss man schon davon abziehen. Also es ist an sich nicht knapp, aber für das, was ich vorhabe, was doch ein größerer Bogen ist, der mehrere Jahrhunderte überspannt, werde ich mich also darauf beschränken müssen, sozusagen bestimmte, ja, Wegmarken aufzugreifen, tiefgreifende, wichtige Entwicklungen, einschneidende Entwicklungen anzusprechen und ohne zu sehr dies ins Detail gehen zu können. Und ich werde auch versuchen, natürlich ein bisschen Zeit für eine mögliche Diskussion oder Fragen noch übrig zu lassen. Beginnen möchte ich jetzt ohne weitere einleitende Worte mit einem direkten Sprung in die Mitte des 17. Jahrhunderts. Ein sehr bekanntes Bild, viele von Ihnen werden das kennen, das Frontispiz von Thomas Hobbes Leviathan von 1651, einer der ganz grundlegenden Texte der europäischen politischen Philosophie. Und auf diesem Frontispiz sehen wir das, also auf der oberen Seite, das titelgebende Ungeheuer. Also Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie das kennen, der Leviathan ist ein Seeungeheuer, der sich da erhebt hinter dem Horizont aus dem Meer und der durch das von ihm verkörperte Gewaltmonopol die staatliche Ordnung aufrechterhält. Also das ist unterschiedlich natürlich interpretiert worden, daraus zieht der Text eine Spannung, aber es ist jedenfalls eine gesellschaftliche Ordnung, die mit der unmittelbaren Androhung von Gewalt aufrechterhalten wird. In der Bildmitte, also in der oberen Hälfte nach wie vor, ich hoffe, das ist erkennbar mit dem Licht, sehen wir eine frühneuzeitliche Stadt und deren Darstellung gibt bei näherem Hinsehen einige interessante Details breit und ich habe da einen Ausschnitt mitgebracht, also wir zoomen da ein und sehen also diesen Bildausschnitt und was erkennen wir? Zunächst fällt auf, dass das relativ unbelebt ist. Also das ist eigentlich nahezu menschenleer, da spielt sich nicht viel ab in dieser Stadt. Kann in der Nacht sein. Das könnte in der Nacht sein, allerdings haben wir Licht sozusagen. Und, aber natürlich, Sie haben recht. Nehmen wir an, es ist der Tag. Und nehmen wir an, dass vielleicht diese Abwesenheit von Menschen was zu tun hat mit diesen patrouillierenden Figuren. Also wir haben hier doch einige Figuren, die offensichtlich bewaffnet sind, oder ich würde das interpretieren jedenfalls, die da im öffentlichen Raum Wache halten. Und wir sehen, von diesen Wachen abgesehen, gibt es noch zwei weitere menschliche Figuren. Das ist ja schon ein bisschen am unteren Rand der Bildauflösung sozusagen, schon im Original bereits. Aber wenn Sie
rechts unten an der Stadtmauer sehen. Da sind zwei menschliche Figuren noch. Und die haben einen relativ eigenartigen Umriss sozusagen. Ich weiß nicht, ob es für alle erkennbar ist. Aber es ist, denke ich, ein recht naheliegender, fast zwingender Schluss, dass es sich dabei um zwei Pestärzte handelt, die mit diesen charakteristischen Schnabelmasken ihrer Arbeit oder ihrer Aufgabe nachgehen. Diese Pestmasken haben ja auch mit der Corona-Pandemie sozusagen ikonografisch ein bisschen eine Auferstehung erlebt. Ich habe hier noch ein solches Bild mitgebracht. Das ist, geht ein bisschen ins Karikaturhafte, ein bisschen einen humoristischen Einschlag. Der Dr. Schnabel ist aus ungefähr der Zeit, wo auch der Leviathan entstanden ist, Mitte des 17. Jahrhunderts. Und auch wenn wir also das nicht ganz sicher sagen können in Bezug auf den Leviathan, Sie haben schon recht, man kann das auch anders interpretieren, so ist jedenfalls die Deutung sehr nahe, dass es sich bei dieser Darstellung um eine Stadt im Lockdown handelt. Eine Stadt, die sozusagen vermutlich vor dem Hintergrund der Pest eben in sozusagen einem Ausnahmezustand sich verhält und dass das ist eine der deutlichsten damals sozusagen denkbaren Manifestationen staatlicher Gewalt dieses Bild bestimmt oder auf diesem Bild dargestellt ist. Dieser Lockdown, davon haben wir ja auch alle die Nase voll mittlerweile, das ist jetzt kein Wortspiel mit den Pestärzten. Dieser Lockdown ist im Prinzip die älteste historische planvolle Strategie, was den Umgang mit infektiösen Krankheiten betrifft. Entwickelt wurde sie anhand der Pest. Die Pest, Sie alle wissen das, ist Mitte des 14. Jahrhunderts zum ersten Mal in Europa aufgetreten. Das ist eine der schrecklichsten dieser Pandemien, also sogenannter Schwarzer Tod, bis heute bekannt und auch erinnert, auch wenn Sie die Erinnerungszeichen natürlich eher auf spätere dieser Ausbrüche beziehen. Und die Pest ist dann im Laufe der Jahrhunderte, also bis ungefähr ins frühe 18. Jahrhundert, in unregelmäßigen Abständen immer wieder eingebrochen in Europa und hat in so charakteristischen Pestzügen Europa überzogen. Und die Verantwortung für die Abwehrmaßnahmen, für die Bekämpfung dieser Pest, wenn wir uns auf Wien konzentrieren, lag damals in den Händen der medizinischen Fakultät, also der Vorgänger. Organisation meiner Universität in gewisser Weise, die sich erst 2003 abgespalten hat von der Wiener Universität. Also die Fakultät war sowohl natürlich eine Organisationsform der Universität, hatte aber darüber hinaus auch Funktionen einer Sanitätsbehörde. Allerdings, und das muss man auch sagen, eine eher traurige Sanitätsbehörde in dem Sinne, dass sie praktisch keinerlei Durchsetzungsmöglichkeiten hatte und das hat sich auch über mehrere Jahrhunderte nicht wesentlich verbessert. Das blieb also eine relativ theoretische Zuständigkeit. In Wien, die erste Pestordnung wurde 1399 erlassen. Also wir haben dann eine ganze Welle. Die meisten Städte haben das auf eigene Regie übernommen, solche Pest- oder Infektionsordnungen zu erlassen. Das gibt's also, da gibt es zahlreiche solche Dokumente, die überliefert sind. Auch das ist interessant, 1399, also das ist schon ein halbes Jahrhundert nach dem Schwarzen Tod. Wir haben aus dieser Zeit, der Mitte des 14. Jahrhunderts, eigentlich kaum Zeugnisse von einem wirklich planvollen Vorgehen gegen die Pest. Diese erste Pestordnung von 1399 blieb auch im Grunde relativ wirkungslos. 1540 dann, also das sind 140 Jahre vergangen, das sind etliche Generationen, aber wir können uns diesen Schnellvorlauf erlauben. 1540 bestellt die Wiener Fakultät einen eigenen sogenannten Magister Sanitatis, gewissermaßen der Vorgänger aller Amtsärzte und Funktionäre im öffentlichen Gesundheitsdienst. Der wird aus öffentlichen Mitteln bezahlt, eine Art amtlicher Pestarzt. Dass der mit Schnabelmaske herumgelaufen ist, braucht man sich übrigens nicht vorzustellen. Also dieses Outfit der Pestärzte wurde zwar tatsächlich in Frankreich entwickelt im Zusammenhang mit der Pestbekämpfung, war auch verbreitet, vereinzelt auch nördlich der Alpen. Aber die wirkliche Bekanntheit dieser Figur verdankt sich eigentlich dem Theater, also der Commedia dell'arte und dem Karneval von Venedig. Also das ist sozusagen im Rückblick eine, und wie ich auch vermute, nicht ganz zuletzt wegen solcher Karikaturen. Das war einfach eine sehr einprägsame Gestalt und durch diese Verbindung, diese Assoziation mit der Pest,
hat sich das also sehr ja, gut geeignet für die Verbreitung, aber man darf daraus nicht unbedingt jetzt darauf schließen, dass es tatsächlich sozusagen die Regel war über mehrere hundert Jahre, dass da Pestärzte in dieser Montur tatsächlich herummarschiert sind. Aber die Figur existiert und sie ist sehr wirkmächtig. Diese Arbeit des Magister Sanitatis war eine undankbare. Ich meine, man konnte hoffen, dass man kein Pest erlebt hat. Weil wenn sie ausbrach, war die Chance, dass man mir verstarb, auch als Pestarzt, gerade als Pestarzt, durchaus gegeben. Und es sind auch viele dieser bekannten Pestärzte in Wien selbst dran verstorben. Wir wissen auch von einem besonders unglücklichen Inhaber dieses Amtes, Christoph Flöchinger. Dem ist die Regierung sein Gehalt schuldig geblieben und der 1664 in seinem Amt verhungert, weil er nicht bezahlt worden ist. Also das ist einerseits eine Episode, eine Anekdote, aber es verweist trotzdem auf den Umstand, dass man auch da im 17. Jahrhundert, also schon zweite Hälfte 17. Jahrhundert, ich meine, Ansätzen von sowas wie einem ausgebauten staatlichen Gesundheitssystem sprechen kann und sozusagen mit einmal ein offizieller Pestarzt in Wien davon leben konnte. Das ist 1664, 1678, 79. Sie kennen das Datum vielleicht, also das weiß der die sogenannte große Pest in Wien. Da häufen sich zunächst in der Leopoldstadt, also außerhalb der Stadt, in der Vorstadt, verdächtige Todesfälle. Und was passiert? Wir haben auf der einen Seite sozusagen der Dr. Fauci seiner Zeit, Paul de Sorbet, der damalige Rektor der Wien-Universität, also auch ein Arzt, der in diesen Todesfällen sehr schnell die Pest erkannte und auch versucht hat, davor zu warnen und für Maßnahmen einzustehen. Aber insgesamt blieben diese Warnungen ungehört, das ist verhallt, man hat das ignoriert sehr lange, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo man darauf reagiert hat, war es schon viel zu spät. Die Pest war bereits in der Stadt, da konnte man zwar noch Wachen auf die Mauern stellen und sozusagen auf jeden schießen, der sich irgendwie näherte, aber das hat eigentlich, konnte natürlich nichts mehr ausrichten gegen die Pest, die die Stadt voll erfasst hat und die das Leben von ungefähr einem Fünftel der Einwohnerinnen und Einwohner damals gekostet hat. Kaiser Leopold I. Tut ganz unterschiedlich einschätzen, aber er nimmt Reis aus, er flüchtet mit seinem ganzen Hofstaat, auch etwas zu spät und trägt einiges dazu bei, dass er die Pest sozusagen von Wien aus weiter verbreitet, in seinem Gefolge. Es dürften also nicht nur Menschen, sondern alles mögliche an flohbesetzten Vieh oder Ratten oder was auch immer mitgereist sein oder bereits Erkrankte. Und hat damit über St. Pölten bis nach Prag sozusagen einen Entzug der Verwüstung durch die Pest gezogen. Dieser Ausbruch ist, wie gesagt, die große Pest, ist in Wien insbesondere auch bekannt durch die Verbindung mit der Figur des lieben Augustin, hat also einen festen Platz bis heute in der, im kollektiven Gedächtnis der Stadt. Paul de Sorbet, wie gesagt, ist zunächst gescheitert in seinen Versuchen, hier frühzeitig und rechtzeitig einzugreifen. Insgesamt muss man sagen, hat diese Episode, dieser Testausbruch gezeigt, dass es von einer funktionierenden Sanitätsverwaltung auch zu diesem Zeitpunkt keinesfalls zu sprechen ist. Zwei Jahre nach dieser großen Pest, im Jahr 1681, erscheint dann sozusagen ein großes abschließendes Werk von Sorbet unter dem Titel der Pestordnung. Tatsächlich ist das mehr als nur eine Pest- oder Infektionsordnung, wie wir es aus der frühen Neuzeit kennen, also eine Anweisung, wie man sich in Zeiten der Pest zu verhalten habe. Das ist wirklich eine umfangreiche Monographie von der Vorbeugung bis zur, und das ist im Rückblick vielleicht ein bisschen unbescheiden, bis zur Heilung der Pest. Also er hatte das sozusagen vollständig beherrscht, wenn man das so will, und in dieser Schrift, die auch die erhalten ist, niedergelegt. Wenn wir jetzt den Fokus ein bisschen erweitern und die Entwicklung einer funktionsfähigen, amtlichen, gewissermaßen Seuchenabwehr insgesamt in den Blick nehmen, muss man sagen, und das ist schon durchgeklungen, glaube ich, es war ein langer und mühevoller Prozess. Und die Pioniere dieser Entwicklung, oder die Pionierin, wenn man das so will, die man in allererster Linie nennen muss, ist Venedig. Auch Ragusa, Mailand, also die Hafenstädte, die durch ihre damaligen, das waren ja regelrechte Handelsimperien, die auch Kolonialmächte
die da ihren Sitz hatten, die in regem Austausch standen mit der Levante, die besonders vulnerabel waren natürlich gegenüber der Einschleppung der Pest aus Konstantinopel insbesondere. Und die hatten also sehr früh ein starkes Interesse und auch die Organisationsmacht, wenn man das so will, zu organisierten Abwehrmaßnahmen. Damals wurde eingeführt, und mit damals meine ich jetzt das späte 14. Jahrhundert, beispielsweise die Quarantäne von Schiffen. Ja, also abgeleitet ist der Begriff von der Quarantäne, also 40 Tage, das war ungefähr so ein Richtwert. Also Schiffe wurden festgehalten, durften nicht an Land gehen, wurden unter Quarantäne gestellt, um eben sicherzustellen, dass da keine Pest übertragen würde auf dem Weg. Das gilt auch für den Landweg. Also man assoziiert die Quarantäne in dieser klassischen Form mit dem Schiffsverkehr. Aber natürlich gab es auch Quarantänestationen auf dem Landweg. Also Reisende wurden kontrolliert, zurückgewiesen in Zeiten der Pest. Das Ganze im Sinne des, was wir heute noch als Cordon Sanitaire oder damals Cordon Sanitario kennen. Und das führt über zunächst temporäre, also ad hoc, in Zeiten der Pestkrise eingerichtete Sanitätsräte, Gesundheitsbehörden, stetig zu einer dauerhaften Einrichtung von solchen Stellen. Und das Interessante ist, insbesondere wenn man in Wien ja das Salzamt nicht mit wichtigen Funktionen betrauen würde, das ist ja sprichwörtlich, dass das eigentlich sinnlos ist, aber in Venedig 1478 war es die Salzbehörde, die man mit dieser Abwehr betraut hat und das nicht jetzt, weil man das für keine wichtige Aufgabe gehalten hat, sondern ganz im Gegenteil, die Salzbehörde war die Behörde, die sozusagen einen Nukleus einer funktionierenden Stadtverwaltung geboten hat und über die Finanzkraft vor allem auch verfügte aus den Steuereinnahmen, um ein wirkungsvolles öffentliches Gesundheitswesen zu organisieren. In Österreich, wenn man sozusagen die erste wirklich dauerhafte und wirksame Maßnahme der Pestabwehr in den Blick nimmt, so ist hier eindeutig die sogenannte Militärgrenze zum Osmanischen Reich zu nennen. Also auch eine wirklich bemerkenswerte Einrichtung, die man sich so vorstellen muss. Also das wurde ab 1522 sukzessive ausgebaut, ist auch mit Gebietsgewinnen gegenüber dem Osmanischen Reich gefestigt und hat insgesamt gesehen, also über 350 Jahre Bestand gehabt. Also 1522 ist ungefähr der Startpunkt. Wir haben 1728 unter Kaiser Karl VI. Einen wichtigen Punkt der Entwicklung, der an der Grenze, eben dieser Grenze zum Osmanischen Reich, einen immerwährenden Pestkordon verfügt hat. Mit immerwährend ist jetzt nicht wie bei der Neutralität gemeint ewig, sondern mit immerwährend ist gemeint dauerhaft, also permanent. Im Gegensatz zu Maßnahmen, die man ad hoc, da gab es ja auch beispielsweise Beobachter in Konstantinopel, die haben dann gemeldet, wenn da irgendwelche verdächtigen Aktivitäten waren, sodass man sozusagen proaktiv den Handel unterbinden konnte. Aber diese Militärgrenze war als dauerhafte Einrichtung wirklich geplant. Das ist 1728, 1764 unter Maria Theresia dann vollendet. Also da haben wir sozusagen diesen Pestkordon und diese Militärgrenze in ihrer vollendeten Form. Militärgrenze ist jetzt keine Linie, wobei man sich natürlich keine moderne Grenze wirklich als Linie vorstellen darf. Das ist immer ein Raum, der hat eine Tiefe. Die Militärgrenze ist tatsächlich eine abgesonderte territoriale Einheit, die direkt in Wien dem Hofkriegsrat, also man könnte sagen dem Kriegsministerium oder Verteidigungsministerium, sagt man heute, untersteht, der da direkt sozusagen zugreift. Das ist 1900 Kilometer lang, also führt von einem Bogen von den Karpaten bis zur Adria, ist ständig mit Mannschaften natürlich besetzt, den sogenannten Granitscharen oder Grenzer, deren Stärke allerdings schon variiert hat mit jeweils der Intensität des Pestalarms sozusagen. Also wenn Gefahr drohte, hat man diese Grenze verstärkt. Und dann gab es eine militärische Infrastruktur natürlich, aber eben auch eine sanitätspolizeiliche Infrastruktur. Es gab einerseits diese Wachtürme, die in regelmäßigen Abständen diese Grenze markiert haben. Und dann gab es auch Lazarette, Warnlager, Quarantänestationen. Es gab ganz raffinierte Mechanismen zum Teil, wo man manche Waren, also man hat unterschieden in Waren, die man waschen konnte sozusagen, also die gefährlich waren, dass sie fest übertragen konnten, und andere,
wo das nicht der Fall war. Also man musste Vieh durch den Fluss treiben beispielsweise. Es gab Waren, die musste mal über den Zaun werfen oder über so eine Mauer. Das, all das, um eben zu verhindern, dass sich Menschen sozusagen über die Grenze bewegten in einem Ausmaß, das nicht notwendig war. Also durchaus Maßnahmen, die ein gewisses Echo in heutigen Strategien der sozialen Distanzierung oder eigentlich physischen Distanzierung finden. Diese, kommt das von außen, diese Militärgrenze, diese Militärgrenze hat auch bedeutet natürlich ein erhebliches Hindernis gegenüber dem Handel. Also Menschen wurden da teilweise wochenlang festgehalten, eben in Quarantäne gesteckt. Und dieser Konflikt, dieses Spannungsfeld zwischen Handel, später im 19. Jahrhundert, das ist dann der liberalistische Freihandel, der Welthandel, und sozusagen das Prinzip Vorsicht, was die Zirkulation, die eben sozusagen immer mitzirkuliert, zumindest potenziell von gefährlichen Krankheiten betrifft. Dieses Spannungsverhältnis haben wir also auch schon in Bezug auf diese Militärgrenze. Was man auch sagen muss, ist, dass einen derartig gewaltigen Apparat zu erhalten, also zu organisieren und zu erhalten, bereits so etwas wie einen absolutistischen Staat voraussetzt. Und zwar einen Staat, der einen guten Teil seiner Legitimation, wie das dann unter Maria Theresia und insbesondere unter ihrem Sohn Josef II. Der Fall sein wird, seine Legitimation, seinen guten Teil aus der Sorge und aus dem Schutz der Gesundheit der Untertanen bezieht. Und das ist eben hier der Fall. Und man kann auch anmerken, sozusagen auf der positiven Seite, was diese Maßnahme betrifft, dass 1713 die letzte tatsächliche Pest, also der letzte tatsächliche Pestausbruch erfolgt. Das heißt, diese Militärgrenze kann man durchaus, ohne da jetzt einen ganz strengen kausalen Zusammenhang behaupten zu können, aber das hat zumindest den Anschein, als ob das tatsächlich wirkungsvoll war über eine sehr lange Zeit. Also von 1713 bis zur, und damit wird die Militärgrenze dann eigentlich sozusagen außer Kraft gesetzt. Ich komme gleich darauf zurück. Die Cholera 1831, also gut 100 Jahre später. Also hier habe ich noch nachzuliefern die geografischen Verhältnisse dieser Militärgrenze. Also Sie sehen schon, es ist wirklich ein eigenes Territorium. Als Grenze ist das etwas missverständlich benannt. Maria Theresia habe ich schon erwähnt. Sie hat auch eine sehr wichtige Funktion in dieser Entwicklung. Also hier wie in anderen Zusammenhängen natürlich. Die Pestabwehr, Ausbau der Pestabwehr an der Militärgrenze ist eine Sache. Aber in der Regierungszeit von Maria Theresia fällt auch der Aufbau einer systematischen Sanitätsverwaltung überhaupt. Im Zuge der von ihr veranlassten Verwaltungsreformen haben wir auch die Schaffung eines Sanitätswesens, das überhaupt erst diesen Namen verdient. Und das Ganze hängt auch zusammen mit einer glücklichen Personalentscheidung, kann man sagen. Der Name ist vielen von Ihnen wahrscheinlich bekannt, Gerhard van Swieten oder Gerhard van Swieten. Ich glaube, man darf ihn eindeutschen. Er hat einen großen Teil natürlich seiner Karriere und den Rest seines Lebens in Wien verbracht. Maria Theresia hat ihn nach Wien geholt, zunächst als Leibarzt, aber er hatte dann eine Funktion, die eigentlich weit über die eines kaiserlichen Leibarztes hinausgeht. Also Maria Theresia hat ihn wirklich, ganz sagen, fast blind vertraut. Da gibt es zahlreiche Dokumente dazu. Und die Medizinhistorikerin Erna Leski, also eine Vorgängerin, die hat sich sehr intensiv auch beschäftigt mit dieser Periode. Erna Leski nennt van Swieten den Sanitätsmonarchen der Habsburger Monarchie oder den sanitären Monarchen. Und das ist durchaus berechtigt, wenn man sich ansieht, welche Machtfülle der hatte und wie sehr auf die Art und Weise, wie er das Sanitätswesen der gesamten Monarchie letztlich beeinflussen und bestimmen konnte, nach diesem monarchischen, absolutistischen Prinzip organisiert war. Und soweit Maria Theresia in ihrer eigenen Gesundheit und auch in Bezug auf ihre Gesundheitspolitik, wenn man das so will, betroffen war, gab es, wie gesagt, dieses absolute Vertrauensverhältnis gegenüber van Swieten. Der wichtigste organisatorische Meilenstein in dieser Zeit, eigentlich ein legistischer Meilenstein 1770, ist das sogenannte Sanitätshauptnormativ. Über die Namensgebung kann man natürlich diskutieren, aber es ist ein sehr wichtiges Gesetz. Das Sanitätshauptnormativ stellt im Grunde die Organisation des Gesundheitswesens und insbesondere
die Ausbildung und die Zuständigkeit der einzelnen Berufe in diesem Zusammenhang auf ein einheitliches Fundament. Das ist heute, sage ich jetzt mal, relativ selbstverständlich natürlich, dass man weiß, was ein Arzt, eine Ärztin, was deren Ausbildung hinter sich haben, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, was darf eine Krankenschwester. Aber diese Art der ja, auch Abgrenzung, Definition und Bestimmung, was die Aufgabe der einzelnen Berufe in diesem Zusammenhang ausmacht, war immer ein ganz wichtiger Schritt auf diesem Weg zu einer, ja, zu einem systematischen und geordneten Gesundheitswesen. Die Fortsetzung finden dann diese Reformen von Maria Theresia natürlich also nach ihrem Tod in dem großen Reformwerk von Josef II. Mit Josef II. Werden natürlich nicht nur positive Züge verbunden. Unser eigenes Verhältnis, nachdem wir das Haus bewohnen, das er erbauen hat lassen, ist sozusagen ein freundschaftlich distanziertes, würde ich mal sagen. Also auch der Namensgeber des Josefinum natürlich. Josef II., da treten wir, also Sie wissen das alle, wirklich in die Phase des aufgeklärten Absolutismus ein und er hat das, ist fast das Bilderbuchbeispiel dafür. Die Grundlage im Gesundheitswesen für diese Reformen bildet das Konzept, das jetzt nicht auf Österreich beschränkt, der sogenannten medizinischen Polizei. Und die medizinische Polizei, das geht auch zurück auf einen wichtigen Namen, nämlich Johann Peter Frank. Und der hat das zugrunde gelegt in einem ja, geradezu monumentalen Werk, an dem er 40 Jahre lang gearbeitet hat. Erscheint mir heute, weil ich die Hälfte meiner Laufbahn hinter mir habe, nicht mehr so unglaublich, 40 Jahre um das zu arbeiten, aber es ist trotzdem respekteinflößend. Und dieses Werk, das System einer vollständigen medizinischen Polizei, das ist immer ein Fehler, würde ich sagen, im Rückblick, wenn man was vollständig versucht abzuhandeln, aber Frank hat es getan und auch geschafft. 6 Bände sind von 1779 bis 1819 erschienen, also das umspannt eine ganze historische Epoche, kann man sagen. Und ich komme auf dieses Werk von Johann Peter Frank und auch auf seine Person noch einmal zurück. Ich wollte es nur sozusagen vorausschicken, dass es sowas wie ein theoretisch konzeptionelles Fundament gibt für diese Reformen. Daneben, Josef II. War ja kein ausgesprochener Theoretiker, gibt es natürlich auch eine sehr praktische Seite. Josef hat sich auf seinen vielen Reisen, auch das ist bekannt. Monika Czernin hat das auch vor kurzem wieder sehr plastisch in einem Buch sehr schön dargestellt. Josef hat also sehr viele praktische Anregungen aufgenommen, Erfahrungen gesammelt, also Fact-Finding, Missions gefahren. Und daraus entstanden ist dann das Allgemeine Krankenhaus 1784 eröffnet. Nicht ganz sozusagen auf der grünen Wiese errichtet. Das wurde an der Stelle des alten Waisen, also Armenhauses, Großarmenhauses errichtet und sozusagen ausgebaut. Das war ja die Sparsamkeit und die wirtschaftliche Verwendung von vorhandenen Ressourcen war das oberste Gebot. Aber unter Josef wurde das eben gewaltig erweitert, verschönt und auch ergänzt um einige Gebäude, insbesondere das Garnisonsspital, das auch heute noch existiert, das heute die Zahnklinik beherbergt und auch natürlich der Nahenturm, der hier im Hintergrund zu sehen ist, aber ich habe noch ein eigenes Bild von dem mitgebracht. Das Allgemeine Krankenhaus ist sozusagen der Gegenentwurf zum Hotel Dieu in Paris. Also Josef hat das dort besucht und hat das sozusagen als wirkliches Negativbeispiel, also Kranke, die sich sozusagen übereinander stapeln in den Betten, an die Wand gemahlen und wollte sich natürlich auch sozusagen positiv profilierend abgeben von Frankreich. Das heißt, das Allgemeine Krankenhaus ist wirklich als Modellkrankenhaus sozusagen errichtet worden. Es ist eines der ersten, es wird heute gerne gesagt, sozusagen aus Wiener Perspektive auch das erste moderne Krankenhaus, die erste moderne Klinik vielleicht sogar. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit so überzogenen oder absoluten Ansprüchen. Aber es stellte jedenfalls einen ganz entscheidenden Schritt auf dem Weg zum modernen Krankenhaus dar. Und was ist damit gemeint? Historisch gesehen ist ein Hospital eine Großinstitution, wo kranke, arme Randgruppen, jeden, den man nicht auf der Straße haben wollte, im Grunde untergebracht worden ist in einer Bewegung, die Michel Foucault als die große Einsperrung der Neuzeit bezeichnet hat.
Das verdient eine eigene Diskussion. Aber was sozusagen der wichtige Schritt ist, ist die Differenzierung. Die Differenzierung nicht nur nach sozusagen medizinischen Gesichtspunkten, also tatsächlich Patienten und Patientinnen abzutrennen von armen, versorgungsbedürftigen und anderen, sondern auch eine Unterteilung nach klinischen Fachgebieten, würde man heute sagen. Und das beginnt in Wien, das ist jetzt ein bisschen ein Exkurs. Die Wiener Medizinische Schule im 19. Jahrhundert zeichnet sich insbesondere auch dadurch aus, dass sie eine ganze Reihe von diesen jetzt klassischen medizinischen Fachgebieten sozusagen entwickelt, also diese Ausdifferenzierung der Medizin. Das hat jetzt für die Patienten und Patientinnen unmittelbar nicht einmal unbedingt einen großen Vorteil. Also wer sich 18, 20 leisten kann, der holt sich den Arzt nach Hause. Die Hoffnung, dass der was Wesentliches tun kann für einen, ist auch dort beschränkt. Aber das Krankenhaus ist nicht unbedingt der Ort, wo man hingeht, um gesund zu werden oder gesund gemacht zu werden. Aber das ist nun mal dieser Entwicklungsschritt auf dem Weg zu einem modernen Krankenhaus. Und das ist eben 1784 eröffnet worden, sehr stark von Josef als sein eigenes persönliches Projekt, sein Geschenk sozusagen an die Nation auch propagiert worden, sehr stark reglementiert. Das ist auch interessant, also wir haben bis hinunter zu Vorschriften zu Bettwäsche, Besteck etc. etc. Eine sehr minutiöse Versuche, das auch zu regulieren und es wirklich zu einer musterhaften Anstalt zu machen. Und in Verbindung mit diesem Krankenhaus, also Sie kennen alle dieses Gebäude, das sagen wir sozusagen, der sogenannte Narrenturm wird auch gerne hervorgehoben als erstes modernes psychiatrisches Krankenhaus oder so. Auch hier wäre ich vorsichtig, also es gibt eine Reihe von psychiatrischen Einrichtungen, die allerdings eher noch verbunden sind mit Zuchthäusern, sage ich einmal, im deutschen Sprachraum von der frühen Neuzeit weg. Und hier haben wir im Grunde, wenn man sich auch die Architektur ansieht, ich habe jetzt keinen Grundriss mit, aber Sie kennen das vielleicht auch von innen, das ist im Grunde ein Zellenbau, das ist im Grunde eine Kombination aus Krankenhaus und Gefängnis, ein fast idealtypischer Bau für die Theorien wiederum von Michel Foucault, für die Verbindung von Disziplinierung und Medizin. Und hier kann man also wirklich ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass die Herrschaft der Vernunft, sozusagen die Josef II. So gerne verkörpert hat, sozusagen der Unvernunft, dem Wahnsinn, diesem Gegenpol der Vernunft, einen Kerker baut, mitten in der Stadt, also damals natürlich ein bisschen außerhalb, und es ist auch der Stadt abgewandt, was das Areal des Krankenhauses betrifft. Aber es ist im Grunde ein Kerker, der erst im Laufe des 1820er, 30er Jahre, sage ich jetzt mal, einen stärker medizinischen Charakter annimmt. Dann werden auch mit großer Geste die Fesseln und so weiter hinausgeworfen. Sie kennen das wahrscheinlich, wie viele Tonnen von Ketten, die da sozusagen in dieser ersten Psychiatriereform des frühen 19. Jahrhunderts entfernt werden. Und man muss sagen, der Narrenturm gilt auch schon in den 1830er Jahren als völlig überholt und für den Zweck ungeeignet und wird ja auch schon dann Mitte des 19. Jahrhunderts durch die psychiatrische Anstalt am Brundlfeld, die dann in den 70er Jahren leider niedergelegt worden ist. Das ist heute das Gelände des neuen AKH ersetzt. Also der Narrenturm hat insgesamt als Psychiatrie nicht so lange funktioniert, aber auch eine sehr wichtige Funktion natürlich als Ort der pathologischen Sammlungen. Sie wissen das, also es ist ein ziemlich einzigartiger Ort, was historische Sammlungsbestände im Bereich der Pathologie vor allem angeht. Ja, also ich habe noch ein Beispiel für diese frühe Krankenhaus. Literatur, wenn man das so will, also Josef hat einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben, da haben wirklich unterschiedliche Autoren ihre Konzepte eingereicht, haben sich über unterschiedliche Gesichtspunkte auch Gedanken gemacht. Und auch hier war zum Beispiel eine große Frage, die der würde heute sagen, Krankenhauskeime oder nosokomialen Erkrankungen, also welche Bauweise ist vorteilhaft, wenn es zum Beispiel darum geht, Infektionskrankheiten, also die Übertragung zwischen den Patienten zu vermindern. Und hier wird schon sehr deutlich gewarnt vor dem sogenannten Krankenhausfieber, als einer im Grunde dem krankenhausspezifischen tödlichen Erkrankung.
Daher gab es auch damals starke Stimmen für ein Pavillonsystem, dass man das alles sozusagen streng voneinander abtrennt. Grund ist es auch jede Station eine Isolierstation. Aber aus Kostengründen letztlich und eben aufgrund der vorhandenen Bausubstanz hat man eben dann so gebaut, wie das auch heute noch, also mit natürlich Modifikationen zu sehen ist. Ja, hier habe ich nun das schon erwähnte Monumentalwerk, also einen Band aus Johann Peter Franks Medizinischer Polizei. Der Begriff ist heute vielleicht ein bisschen missverständlich. Es gibt natürlich einerseits quasi in der Nachfolge auch heute die Gesundheitspolizei, also die praktische polizeiliche Aufgabe, gesundheitliche Gefahren zu identifizieren und abzuwehren. Das hat hier noch sozusagen ein Nachleben. Aber die Gesundheitspolizei oder medizinische Polizei, wie das Frank konzipiert, ist wesentlich breiter. Man könnte im Grunde sagen, das ist die Grundlegung der modernen Hygiene. Das ist ein Werk, das alle Lebensbereiche umfasst, jetzt nicht nur das Handeln von Behörden, sondern geht auch um die persönliche Lebensführung, Gymnastik, Ernährung, alle möglichen Aspekte, die ein gesundes und leistungsfähiges Leben ermöglichen sollen, werden hier abgehandelt. Und damit begründet er eben die Hygiene als wissenschaftliche Disziplin auf der einen Seite und liefert auch die theoretischen Grundlagen für ein systematisches öffentliches Gesundheitswesen. Frank war nicht ein wichtiger Theoretiker, er war auch ein Praktiker. Er war ab 1785 Professor an der medizinischen Klinik in Pavia, also Teil der Monarchie. Aus Pavia sind viele wichtige Mediziner gekommen. Und er war dann auch Generaldirektor des Medizinalwesens in der österreichischen Lombardei, hat sich dort sozusagen bewährt und wurde dann 1795 an die Spitze des Allgemeinen Krankenhauses, damit in die Residenzstadt sozusagen der prestigeträchtigsten Posten, der damals zu haben war in seinem Feld, berufen und hat dann auch versucht, dann auch das Allgemeine Krankenhaus, muss man sagen, 10 Jahre nach der Eröffnung galt dann schon als Sanierungs- oder Reformfall, das heißt, er hat versucht, hier seine Vorstellungen umzusetzen und seine Konzepte einer medizinischen Polizei in diesem Allgemeinen Krankenhaus in die Praxis umzusetzen. Man muss auch gleich sagen, dass Frank kein allzu glückliches Wirken in Wien gegönnt war. Er wurde dann ungefähr 10 Jahre später gemeinsam mit Franz Josef Gall im Grunde aus der Stadt getrieben, wenn man das so will, also hat diese Funktion wieder aufgeben müssen, auch weil seine aufgeklärte Herangehensweise dann nicht mehr in dieses Wiener Milieu gepasst hat. Insgesamt gesehen, und ich glaube, das wurde auch schon an der Test deutlich, haben seuchenartig auftretende Infektionskrankheiten, also die wirklich imstande sind, auch Pandemien zu provozieren, Gesellschaften immer wieder vor richtiggehend existenzielle Herausforderungen gestellt. Die Pest ist nur ein Beispiel, und auch vielleicht das bekannteste. Ein weiteres wären die Pocken. Und diesen Pocken sind vor allem auch Kinder massenweise zum Opfer gefallen. Das war eine Krankheit, die jetzt weniger epidemieartig aufgetreten ist, sondern einen ständigen Hintergrund an Sterblichkeit, insbesondere einen erheblichen Anteil an Kindersterblichkeit auf das Konto genommen hat. Die Pocken sind aber auch die erste Krankheit, gegen die so etwas wie eine tatsächliche technische Immunisierung möglich geworden ist. Zum einen ist das die sogenannte Technik der Variolation und es geht zurück bis in die Antike teilweise. Also man wusste an vielen Orten, auch in China beispielsweise, Indien, auch in Europa, man wusste, dass man durch eine kontrollierte Infektion mit den Pocken so etwas wie eine Immunität herstellen konnte. Das Problem war, dass diese kontrollierte Infektion ein gefährlicher Vorgang war. Also man hat da zum Teil diese Pusteln genommen, den Eiter getrocknet, zerstoßen, man konnte das schlupfen oder mal es in die Haut eingebracht. Wenn das fachgerecht durchgeführt worden ist, wir haben Berichte über Sterblichkeiten von 1-2%. Das ist für eine vorbeugende Maßnahme schon ziemlich riskant. Also heute wird man das nicht mehr akzeptieren. Es zeigt allerdings auch, wie präsent die Pocken waren, wie hoch das Risiko war, an den Pocken zu erkranken und dass daher Menschen tatsächlich
bereit waren, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Maria Theresa beispielsweise hat auch einige ihrer Kinder auf diese Weise immunisieren lassen. Allerdings nicht, bevor sie es nicht an, ich glaube, um die 100 Waisenkindern zum Ausprobieren hat lassen. Das hat sie dann Experten aus England nach Wien bestellt, der da mit dieser Technik gut vertraut war und hat den dann beauftragt, das eben zuerst zusammen zu zeigen, dass er das kann und hat es dann auch bei den Kindern durchgeführt. Diese Variolation war also schon ein wichtiger Schritt prinzipiell, dass diese künstliche Immunisierung möglich war. Aber der wirkliche Durchbruch war das, was man dann als die erste Impfung bezeichnet, die sogenannte Vakzination. Und diese Vakzination war dem, man muss sagen, glücklichen Umstand zu danken. Das war jetzt keine technisch besonders herausfordernde Entwicklung, sondern es war dem glücklichen Umstand zu danken, dass die Kuhpocken, sogenannten Kuhpocken, den Menschen infizieren konnten, zum harmlosen Verlauf führten in aller Regel und zu lebenslanger Immunität auch gegen die echten Pocken. Und auf diese Weise hat man einfach eine künstliche Infektion mit den Kuhpocken als Impfung sozusagen angewandt. Das wurde Ende des 18. Jahrhunderts von Edward Jenner in England nicht entdeckt, weil das war insbesondere am Land und unter Kuhmägden, sagt man, auch sozusagen eine Erfahrungstatsache. Das wusste man. Es gab auch andere Autoren, die sich damit beschäftigt haben. Aber Jenner hat das systematisch untersucht und hat es publiziert. Er hat sozusagen in die sehr schnell auch internationale medizinische Literatur eingebracht. Und es hat dann ungefähr 1798, 99 als eine blitzartige Verbreitung fast weltweit erfahren. Es hat sich sehr schnell durchgesetzt. Es wurde in Niederösterreich und am Gebirge, glaube ich, war die erste Massen- oder größere Impfung mit diesen Kuhpocken, wurde das sehr schnell angewendet. Spanien, der spanische König hat eine eigene Expedition ausgerüstet, um seine Kolonien sozusagen diese Impfung zu bringen. Dafür wurden 24 Waisenkinder, Waisenknaben ausgesucht und die haben dann sozusagen paarweise diese Kuhpocken weitergegeben. Das heißt, die wurden infiziert, mussten streng abgetrennt werden von den anderen und die haben dann diese Krankheit durchgemacht. Das hat ein paar Tage gedauert. Da muss man den Punkt der höchsten Infektiosität erwischen, dann hat man den Impfstoff dann gewonnen aus deren Pusteln und hat die nächsten geimpft. Und so hat man mit Mühe etwas geschafft, diese Kuhpocken über den Atlantik zu transportieren. Man konnte das ja damals nicht kühlen oder es gab keine andere technische Möglichkeit. Und da hat man sozusagen, heute geht es gemeinhin darum, Infektionsketten möglichst zu unterbrechen. Da haben wir also ein ganzes Schiff ausgerüstet und die haben wahrscheinlich die Überfahrt betend verbracht, dass die Infektionskette aufrecht bleibt, dass man es schaffen wird, diese Infektionskette bis Amerika zu legen sozusagen. Und wurde dann, die haben sich dann geteilt, die gingen nach Südamerika, ein Teil nach Norden, ein Teil nach Mexiko, also Mexiko-Stadt heute. Und von dort weiter nach, also in Veracruz gelandet und haben das dann bis an den Pazifik gebracht und sind weiter auf die Philippinen und sind bis nach China gekommen. Und haben diese Impfung sozusagen da verbreitet. Auch auf dem europäischen Kontinent, da ging es einfacher natürlich, da hat sich sowohl die Literatur, als auch die damit verbundenen Techniken, als auch die Versuche von Seiten der Behörden insbesondere, diese Impfung zu verbreiten, sehr intensiv gezeigt. Es gab einige Länder, die haben sehr früh auf Impfpflicht gesetzt, Bayern zum Beispiel, schon ganz am Anfang des 19. Jahrhunderts. Und über den Umweg Bayern dann auch im besetzten Tirol, also da gab es eine frühe Auseinandersetzung um die Impfung zwischen Andreas Hofer und seinen Ideologen, Einflüsterern, die da also die Impfung sozusagen als Teufelszeug und als Werkzeug der protestantischen Besatzer denunziert haben. Und die Bayern haben das halt als Werk der Aufklärung sozusagen und der Reform im rückständigen Tirol gesehen. Ein erster Konflikt um diese Impfungen, das hat sich im Laufe der letzten 200 Jahre an vielen Orten wiederholt, muss man sagen. Also ich möchte da jetzt nicht zu weit in die Impfpflicht einbiegen. Das ist auch aber natürlich ein interessantes und auch brisantes Thema. Was man sagen kann, um das nicht zu sehr zu verallgemeinern, aber der Versuch, sozusagen mit Zwang vorzugehen, war immer mit einem mehr oder weniger starken Backlash verbunden. Also wir haben in Großbritannien beispielsweise ab Mitte des 19. Jahrhunderts und dann verstärkt in der zweiten Hälfte eine Impfpflicht gegen die Pocken
Da gab es dann auch eine organisierte Impfgegnerschaft schon, also eine Anti-Vaxxer League, also eine richtige Anti-Impf-Liga mit Demonstrationen, mit Auseinandersetzungen. Wobei man sagen muss, in dem Zusammenhang wurden diese Impfungen tatsächlich auch zwangsweise durchgesetzt. Das heißt, wenn in einer Stadt die Pocken ausgebrochen sind und die Behörden der Meinung waren, dass die Immunität sozusagen zu stark nachgelassen hatte, dass die Impfbereitschaft sozusagen zu gering war, dann hat man da tatsächlich auch Eltern ins Gefängnis geworfen, die ihre Kinder diese Impfung entzogen haben. Also das wurde wirklich auf einer sehr, es war eine Frage von Leben und Tod natürlich. Man muss auch sagen, die Pocken haben eine Sterblichkeit von 30-40%, wenn jemand in historischer Zeit, wenn jemand immunnaiv ist insbesondere. Das heißt, jede Generation musste entweder diese Immunität sozusagen auf dem harten Weg erwerben oder es gab eben die Impfungen. Wenn es nicht der Fall war und sich die Pocken verbreitet haben, da war es tatsächlich eine sehr gefährliche Sache. In Österreich, also das Deutsche Reich, kann man auch noch erwähnen, 1874, also das relativ frisch gegründete Deutsche Reich, hat sich 1874 ein Reichsimpfgesetz gegeben. Auch das war dann ein politischer Zankapfel über viele Jahrzehnte und hat dann noch eine Nachgeschichte in Österreich, auf die ich dann noch zurückkommen werde. Das Reichsimpfgesetz, das Deutsche, wird auch 1938 in Österreich eingeführt im Zuge der Anschlussrechtsangleichung. Ist also kein NS-spezifisches Gesetz, aber mit der deutschen Rechtsmaterie und der Annexion Österreichs und der Integration Österreichs in das Deutsche Reich wird also auch diese Pockenimpfpflicht eingeführt. Und wir haben auch in den Verwaltungsberichten der Stadt Wien, sehen wir, dass das durchgeführt worden ist, aber nicht sehr systematisch. Also die haben auch zur Kenntnis genommen, dass mehrere tausend Eltern ihre Kinder nicht impfen haben lassen. Und es ist ja nicht zu sehen, dass sie da dagegen eingeschritten wären. Die NS-Zeit, um das vorwegzunehmen, also die Nationalsozialisten waren insgesamt einigermaßen ambivalent, was Impfungen betrifft. Wir haben auf der einen Seite sehr starke Strömungen Richtung Naturheilkunde, Esoterik, Impfgegnerschaft, also Leute wie Himmler oder auch Hess waren ausgesprochene Impfgegner. Und es gibt auch eine sehr prononcierte Anti-Impf-Kampagne oder Anti-Impf-Propaganda, die die Impfung mit dem Judentum gleichsetzt, also sozusagen eine vom Judentum ins Werk gesetzte Vergiftung des deutschen Volkes. Verschwörungstheorien, die auch heute noch ihr Echo finden in manchen rechtsextremen Impfgegnerkreisen. Trotzdem war eben die offizielle Politik, diese Impfpflicht weiterzuführen, aber nicht sehr streng durchzusetzen. Also das wurde so halbherzig vollzogen. Nach 1945 hat man das Impfgesetz gerne beibehalten. Also da gibt es auch Unterlagen, Dokumente aus der Gesundheitsverwaltung, dass das erstens weiter angewandt wurde, obwohl es streng genommen nicht mehr gültig war. Da spreche ich jetzt von 46, 47. Und dann hat man sich sehr schnell gesagt, wir brauchen einen Ersatz dafür. Und der Berichterstatter war Bruno Bittermann, also jeden Verdacht seiner NS-Affinität natürlich völlig erhaben. Der hat das einfach aus Gründen der Volksgesundheit, die Begrifflichkeit war durchaus üblich vorangetrieben. Und es wurde 1948 auch wieder eingeführt, ein österreichisches Bundesgesetz, im Grunde nach dem fast identischen Schema wie das deutsche Impfgesetz. Und das hieß Impfung von Kleinkindern innerhalb der, also das war das zweite Kalenderjahr nach der Geburt oder so. Dann eine zweite Impfung im Schulalter, also ungefähr 12 Jahren. Und gegenüber Erwachsenen, das wird ja heute manchmal, bezieht man sich darauf, dass allgemeine Impfpflicht, die einzige allgemeine Impfpflicht, die es in Österreich gab, das stimmt so nicht. In Bezug auf Erwachsene gab es zwar die Möglichkeit prinzipiell, also eine Impfpflicht einzuführen, insbesondere die Formulierung ist in epidemiegefährdeten Einrichtungen oder Betrieben, aber ich habe jetzt keine Spur gefunden, dass das je vollzogen worden wäre. Also bei den Kindern ja. Aber dass jetzt Erwachsene einbezogen worden wären oder dass man diese Möglichkeit sozusagen gebraucht hätte, die das Epidemiegesetz und das Impfgesetz im Grunde geboten hätten, dafür habe ich also keinen Hinweis gefunden. Man muss auch dazu sagen, dass die Pocken zwar eine potenziell gefährliche Krankheit waren. Es gab ja auch noch dann einen Todesfall, das war allerdings ein Labor, ein Erreger aus einem Labor in Birmingham, 1978. Aber 1948, als das Gesetz eingeführt worden war,
haben die Statistiken aus dem Gesundheitsbereich die Pocken als Todesursache nicht einmal extra ausgewiesen. Also da gab es tausendmal mehr Todesfälle an Lungenentzündung oder also allen möglichen Infektionskrankheiten. Die Pocken galten sozusagen als potenzielle große Gefahr, sollte es zum Ausbruch kommen. Bittermann hat das auch mit dem Krieg und den Schäden des Krieges an der Volksgesundheit in Verbindung gebracht. Aber es war eigentlich keine sozusagen real unmittelbar präsente gesundheitspolitische Gefahr. Ich glaube eher, dass das eingeführt worden ist, weil es eine sozusagen alte Technik war, wenn man es konnte. Es war billig und es ist ein bisschen als Versuchsballon gestartet worden, um auch weitere Impfpflichten möglicherweise da drauf zu packen. Dazu ist aber auch nie gekommen. Also dann bei Polio war die nächste große Diskussion. Man muss aber auch sagen, und da gebe ich Ihnen völlig recht, es gibt jetzt kaum nachgewiesenen Widerstand gegen diese Impfungen. Also es gibt den Medienberichten, kann man ja nicht immer zu 100% trauen, also dass sozusagen sich hunderte glücklicher Mütter angestellt hätten und quasi gerauft hätten um die Impfung. Aber ich glaube, man kann schon annehmen, dass damals die reale Gefahr von Infektionskrankheiten für Kinder, auch für Erwachsene natürlich bewusst war. Das war noch nicht wie heute oder bis vor wenigen Jahren, sondern auch so aus dem Bewusstsein gedrängt worden. Das war auch relativ frisch. Also Penicillin beispielsweise war zwar prinzipiell vorhanden, aber die Versorgung mit Penicillin war in keiner Weise gesichert. Das heißt, dieses Bewusstsein, dass man, und das wäre für Pocken ohnehin wirkungslos, aber das Bewusstsein, sondern wir bekommen Medikamente und der medizinische Fortschritt, der wird die Infektionskrankheiten sozusagen einfach besiegen letztlich. Das war damals einfach noch nicht so der Fall. Und darum ist mein Eindruck, dass diese Pockenimpfpflicht relativ reibungslos aufgenommen worden ist. Wenn auch 1949 gab es einen Todesfall, das war ein 11-jähriges Mädchen. Im Juni in Wien ist verstorben. Und dann hat Wien zumindest, das versuche ich da herauszufinden, ob das weitergegangen ist, dann hat man die Erstimpfungen bei Personen über 3 Jahren eingestellt. Also das galt dann als zu gefährlich, wenn man sozusagen schon älter war und dann erst zum ersten Mal mit dem Erreger in Verbindung kam, wenn auch nur in Form von dieser Impfung, dass man das eben nicht mehr gemacht hat. Und dann ging es eben darum, dass man die jeweils die neugeborenen Jahrgänge dann möglichst lückenlos erfasst. Das wurde 1977 auf Ihre Frage ausgesetzt und 1980 dann wurde das Gesetz abgeschafft. Das war dann im Zusammenhang mit einer weltweiten Kampagne zur Ausrottung der Pocken. Die wurde von der WHO auch koordiniert. Da gab es also einige Zeit lang weltweit eine Impfpflicht für die Pocken. Und es ist im Zuge dessen auch gelungen, eben den Pockenerreger auszurotten. Da muss man auch eine kleine Fußnote machen. Es gibt nach wie vor zumindest 2 Labore, Hochsicherheitslabore, wo Pockenerreger aufbewahrt werden. Und mittlerweile, dank der Errungenschaften der sogenannten synthetischen Biologie, ist es im Prinzip jemandem, der mit Biotechnologie ein wenig vertraut ist, sage ich mal, möglich, mit relativ frei zugänglichen Ingredienzien und Informationen ein Pockenvirus herzustellen im Labor. Aber das ist sozusagen ein neues Kapitel. 1980 konnte die WHO noch sagen, das ist gelungen, diese Ausrottung ist ein wirklicher Meilenstein in der Geschichte dieser Pandemiebekämpfung. Der wurde erreicht und mit den Pocken wurde eben eine echte Geißel der Menschheit auch ausgerottet. Eine Erfolgsgeschichte, die sich natürlich nicht wiederholen hat lassen. Also man hat dann das später mit Polio versucht, das zu wiederholen. Und das ist bis heute nicht gelungen. Das war schon für 1990, glaube ich, angekündigt zum ersten Mal. Und das schiebt sich immer weiter in die Zukunft. Gut, jetzt muss ich ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Aber einen Sprung zurück ins 19. Jahrhundert erlaube ich mir noch. Ich habe kurz schon fallen gelassen, die Cholera. Die Cholera möchte ich auch deshalb nicht auslasten heute, weil die wieder ganz neue Probleme sozusagen und Aspekte bietet. Wenn wir jetzt die späten 1820er Jahre uns ansehen, dann haben wir, wie gesagt, fast 100 Jahre oder eigentlich 100 Jahre Pestfreiheit, also da konnte man so ein bisschen aufatmen. Wir haben eine Impfung gegen die Pocken, die auch in der Habsburger Monarchie
nicht mit Impfpflicht, das ist ein bisschen eine Ausnahme in Österreich, aber mit einem sehr starken Nachdruck verfolgt worden ist. Und da gab es auch einen sehr engen Gleichklang, ähnlich wie jetzt im Stephansdom kann man sich auch die Impfung holen. Auch damals hat man sehr stark auf die Mithilfe von Priestern vor allem der Kirche gesetzt. Das heißt, es wurde dann von der Kanzel herab, wurden die Eltern aufgefordert oder ihnen ins Gewissen geredet, dass sie ihre Kinder impfen lassen sollen. Und es ging dann auch so weit, dass man beispielsweise Kinder, die an den Brocken gestorben sind, ungeimpft, dann auch ein christliches Begräbnis verweigert hat. Also man hat schon eine Reihe von durchaus schmerzhaften Maßnahmen versucht, um diese Durchimpfungsraten zu erreichen, aber es gab eben keine allgemeine Impfpflicht. In den 1820er Jahren ist es also eine Nur ganz kurz, weil Sie gesagt haben, also von der Kanzler runter, ein bisschen Druck ausgeübt. Ich kenne das Gegenbeispiel jetzt bei Corona. Gibt es auch bekanntermaßen. Es gibt so. Von der Kanzler runter verkündet, oder? Ja? Also lasst euch nicht impfen. Das ist doch eine Freche. Egal ob so oder so. Entschuldigung. Nein, ich wollte es nur sagen, dass ich ja ein Gegenbeispiel kenne. Also das tritt sich ja zu, man liest es ja, es gibt auch Priester, die da sehr aktivistisch unterwegs sind und nicht auf der Seite der Aufklärung, sagen wir es mal so. In Österreich gibt es im 19. Jahrhundert, die Habsburger Monarchie existiert auch nicht mehr in der Form, aber gab es halt diese enge Kooperation zwischen Staat und Kirche und da konnte auch in einem höheren Maße, dass das heute auch noch akzeptabel wäre, der Staat tatsächlich in die Kirchen sozusagen hineinregieren, beziehungsweise seit Josef II., das ist sozusagen eine Tradition, die da hier auch nicht beginnt, aber noch einmal verstärkt worden ist, haben ja auch die Kirche, vor allem an der Peripherie sozusagen des Reiches in den Dörfern, quasi staatliche Aufgaben übertragen bekommen. Und das ist sozusagen ein Zeichen davon. Also wir haben ja auch die Dokumente, da gibt es wirklich sozusagen Rundschreiben, Anweisungen an die Priester, sie sollen das da an ihre Gemeinden weitergeben. 1820, wie gesagt, eine neue Drohung am Horizont, und zwar die Cholera. Und wenn ich sage Drohung am Horizont, ist das jetzt keine sagen, leere Floskel, sondern die Cholera hat tatsächlich über mehrere Jahre, Jahrzehnte einen unaufhaltsamen Vormarsch sozusagen hingelegt, ist also immer näher gekommen und man hat alles Mögliche versucht, sie abzuwehren, also eigentlich hauptsächlich auch mit den klassischen Abwehrmaßnahmen, die sich gegenüber der Pest bewährt hatten. Und bei der Cholera schien es einfach nicht zu funktionieren. Also die hat in einer scheinbar bösartigen Art und Weise, wenn man da so menschliche Eigenschaften zusprechen wollte, es geschafft, diese Abwehrmaßnahmen zu unterlaufen. Und es hat, das ist auch interessant, alles über den Haufen geworfen, was man eigentlich glaubte, über Infektionskrankheiten zu wissen. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Cholera sozusagen an einer Schnitt- oder Bruchstelle auftritt zwischen einer sehr alten Auffassung von Infektionskrankheiten, nämlich dem Stichwort der Miasmentheorie, also Infektionskrankheiten, die entstehen aus Ausdünstungen aus dem Boden, aus dem Genius Epidemicus, aus irgendwelchen Wetterverhältnissen oder auch astronomischen Konstellationen. Also eine Auffassung, die schon auf Hippokrates zurückgeht und sondern wirklich über viele, viele Jahrhunderte einer der ganz grundlegenden Auffassungen der europäischen Medizin darstellt und die zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon als überholt gilt, muss man auch sagen. Ne? Also man hatte schon auch das beispielsweise mit einer Inokulation oder Impfung gegen die Pocken, ist es ja schon nicht mehr in Übereinstimmung zu bringen. Das heißt, diese Miasmentheorie war auf dem Rückzug. Aber die Cholera hat das dann noch einmal Auftrieb verschafft, weil man es einfach nicht schaffte, einen spezifischen Übertragungsweg nachzuweisen. Das ist bis 1850 ungefähr nicht gelungen. Das war einfach völlig rätselhaft. Es schien sozusagen aus dem Nichts zuzuschlagen, wenn man das so will. Und daher hat die Cholera markiert sozusagen das letzte Aufbäumen dieser Miasmentheorien in Europa, wo man also noch einmal darauf zurückgegriffen hat, dass das also irgendwelche Ausdünstungen sind, was ja auch nicht ganz falsch ist, wenn man jetzt sagt, diese Assoziation mit Fäkalien, mit Abwasser, mit Schmutz, ist zwar, also es fehlt zwar sozusagen noch die Anschauung von einem spezifischen Cholera-Erreger, der wird erst später identifiziert, der Robert Koch, aber
die Intuition ist zumindest nachvollziehbar. Und damit verbunden auch solche Objekte, wie wir es in unseren Sammlungen haben. Das Foto ist leider ein bisschen unüblich, aber ich habe es gedreht, es schaut nicht plausibel aus. Damit hat man Briefe geräuchert. Also die Briefe kamen in diese Trommel und die hat man dann immer im Rauch gedreht, eben in der Hoffnung, dass man diese giftigen Miasmen damit unschädlich machen würde, also eine Art Desinfektion, könnte man sagen, die durchaus für manche Keime Wirkung zeigen könnte. Aber die Übertragung der Cholera hat man damit natürlich nicht unterbrochen. 1871 im Sommer, also das kann man sehr genau datieren, erreicht also diese lange antizipierte Cholera Wien. Und lange antizipiert heißt auch, dass man Monate bevor das wirklich ausgebrochen ist, begonnen hat mit baulichen Abwehrmaßnahmen. Also man hat konkret rechts und links von dem Wienkanal so einen Cholera-Gräben ausgehoben, nämlich in dem Versuch, die waren, damals war dieser Wienfluss unglaubliche Kloake, das war also eine Zone, wo alles mögliche Gewerbe angesiedelt war, wo ungeklärte Abwässer in den Wienfluss geleitet worden sind. Und man hat noch auch vor diesem Hintergrund der Miasmentheorie eben versucht, dem sozusagen einen Riegel vorzuschieben, diese Cholera-Gräben auszuheben. Das Bedauerliche war, dass man damit zunächst fast das Gegenteil erreicht hat, wenn man erst wieder eine Vermischung oder wenn man sozusagen einen Rückstau dieser Abwässer ins Grundwasser provoziert hat. Und das war die eigentliche Ursache. Also die eigentliche, vor allem in Wien, der eigentliche Grund für diese Verbreitung der Cholera und auch für die Schwierigkeiten, das einzudämmen, war die Vergiftung, die Verseuchung der Hausbrunnen. Und das erklärt auch, warum das scheinbar, nur scheinbar natürlich, so wahllos zugeschlagen hat, weil es wirklich die Verbreitung des Erregers im Grundwasser betroffen hat. Und je nachdem, wo die Häuser dann ihr Trinkwasser bezogen haben aus dem Brunnen, kam es dann zu solchen zum Teil sehr lokalisierten Ausbrüchen. Und dieser Zusammenhang mit der Trinkwasserversorgung und der Abwasserversorgung, der führt dazu, dass die Cholera heute im Rückblick auch gerne als die große Lehrmeisterin des Städtebaus bezeichnet wird. Also die Cholera ist ein Antriebsfaktor, ein wesentlicher, nicht der einzige, vor monokausalen Erklärungen muss man immer vorsichtig sein, also ein wesentlicher Antriebsfaktor bei der Assanierung, vor allem auch europäischer Großstädte im 19. Jahrhundert, Sie können das beobachten, von London bis zu Moskau. Und in Wien ist hier der wichtigste Einschnitt, nicht der erste, aber der wichtigste, die erste Wiener Hochquellenleitung natürlich, 1873 eröffnet. Also hier, wenn man so eine Karte von Cholera-Ausbrüchen, man sieht, wie das wirklich aufs Gebäude sozusagen eingrenzbar ist teilweise. Und das ist na, da fehlt mir sogar eine Folie. Aber da müssen Sie mir das einfach glauben. Wenn man sich die Sterbestatistik der Stadt Wien ansieht, dann ist 1873 sozusagen Hochquellenleitung, sauberes Trinkwasser, man sieht unmittelbar, dass mehrere tausend Todesfälle dann wegfallen. Das kann man praktisch direkt dieser verbesserten Trinkwasserversorgung zuschreiben. Und das ist schon ein sehr deutlicher Indikator. Die letzte große, wirklich große Cholera-Epidemie war 1873. Das ist weithin bekannt, ich glaube, es gibt sogar einen Roman dazu. Die war natürlich besonders unangenehm, weil sie mit der Weltausstellung zusammengefallen ist und es ist in einem internationalen Hotel im ersten Bezirk zuerst aufgetreten. Also das war auch sozusagen vor der internationalen Presse, die ja damals existiert hat in Ansätzen, eine eher peinliche und auch wirtschaftlich schädliche Sache. Und um diese Zeit, 1873, wenn wir 3 Jahre zurückgehen, 1870, fällt ein weiterer wichtiger Schritt in der Institutionalisierung des Sanitätswesens in Österreich. Und das ist sozusagen, wenn man 1770 das Sanitätshauptnormativ von Maria Theresia, 100 Jahre später, ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, wenn es kein Zufall wäre, hieße es, dass die österreichischen Verantwortlichen über Jahrzehnte das verschleppt haben, um sozusagen die 100 Jahre zu markieren, weil tatsächlich dieses Reichssanitätsgesetz schon auf allgemein anerkannte, seit Jahrzehnten allgemein anerkannte und beklagte Missstände
reagiert hat. Und dieses Gesetz hat eine ganze Reihe von Neuerungen gebracht. Unter anderem wurde der oberste Sanitätsrat eingeführt. Ich habe das rechts oben markiert, der ja auch heute noch existiert, von einer Ampelkommission oder so habe ich nichts gefunden. Also damals glaubte man, mit einem fachlichen Beratungsorgan auszukommen. Und den steinigen Weg zu diesem Gesetz, ich habe das angedeutet, von 1850 bis 1870 ungefähr hat man da diskutiert. Das hat Karl Sablik, ein Kollege von mir, ein älterer, sehr interessant beschrieben. Es gibt von 1850 schon den ersten provisorischen Versuch. Der wurde nie umgesetzt. Und im Motivenbericht dazu finden wir eine Bemerkung, die diesen Reformstau auch sehr gut schon illustriert. Zitat: Es gibt kaum einen Zweig der öffentlichen Verwaltung, welcher sich in einem so ungenügend geordneten Zustande befindet, als die Medizinalverwaltung. Und einer der wichtigen Proponenten von dieser Reform, Jaromir Freiherr von Mundi, hat bei dieser Gelegenheit dann seine Einschätzung des österreichischen Verhältnisses zur Hygiene und zur Gesundheit beschrieben. Und zwar hat er das sozusagen negativ kontrastiert mit England, das ihm als strahlendes Vorbild erschienen ist. Und er hat gemeint, dass in Österreich für eine derartige sanitäre Reform alle Voraussetzungen fehlen. Es fehlt jeglicher Sinn für allgemeine Wohltätigkeit, für Reinheit, Hygiene und überhaupt eine Orientierung auf das Gemeinwohl. Ein sehr vernichtendes Urteil, das heute in dieser Form sicher nicht mehr zutrifft, sage ich jetzt, nachdem es aufgezeichnet wird. Die, und damit schließe ich, oder ich glaube, es ist auch wenn ich einiges. Bis 8 Uhr haben wir Zeit. Bis Punkt. Sie haben noch. Sie können gerne. Die Frage ist, ob es einen Fragenstau gibt, sonst. Perfekt. Beginnen Sie mich wieder einfach zu unterbrechen, dann. Genau, dann machen wir es so. Dann rede ich weiter, wie die Zeit aus ist. Das ist gut. Was jetzt wieder übertragbare Krankheiten betrifft. Also, dieses Sanitätsgesetz hat wieder mal Ordnung geschaffen im Sanitätswesen insgesamt. In der Monarchie, zumindest in der österreichischen Hälfte. Wie gesagt, der nächste größere legistische Schritt ist 1913. Ein Stichwort, das auch heute sozusagen vertraut klingt, nämlich das Epidemiegesetz. 1913 Epidemiegesetz, das im Grunde bis heute existiert und auch die wichtigste Grundlage für die Bekämpfung der Covid-Pandemie gebildet hat, zumindest bis es gelungen ist, dann ein auch spezifische, Stichwort Covid-Maßnahmengesetz, Gesetze einzuführen und auch natürlich das Impfgesetz. Und das Epidemiegesetz von 1913 ist also der erste Versuch, systematisch auf neue Bedrohungslagen einzugehen, was ansteckende Krankheiten betrifft. Das ist eine Zeit, das vergisst man heute auch, aber um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gibt es die dritte sogenannte Pestpandemie, also international. Die hat zwar in Europa dann letztlich keine so große Rolle gespielt, aber ausgehend von der Mongolei, alle Vermutung nach und dann über Shanghai sozusagen international noch verbreitet, gab es also eine Pest, die auch Hawaii erreicht, die Westküste der USA. Also das war ein Thema und das wird auch gleich noch einmal wichtig im Zusammenhang mit der spanischen Grippe. Aber eben auch die Erfahrungen mit der Cholera und einer ganzen Reihe anderer Bedrohungen haben eben dazu geführt, dass dieses Epidemiegesetz von 1913 verabschiedet worden ist und hier hat man zum ersten Mal eine systematische Meldepflicht für eine ganze Reihe von taxativ aufgesetzten und auch hier glaube ich, lesbaren Krankheiten eingeführt. Man hat eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen und Möglichkeiten eingeführt, die uns auch heute noch sozusagen im Echo bekannt erscheinen. Das heißt, die Vorkehrungen, die zu treffen sind, die Bevölkerung, wie die zu informieren ist, die Absonderung von Kranken, krankheitsverdächtigen Personen, Desinfektion, Maßnahmen gegen das Zusammenströmen größerer Menschenmengen. Also mit dieser Formulierung hat sich auch Minister Anschober dann noch irgendwie passend machen müssen vor 2 Jahren. Bis hin zur Schließung von Lehranstalten, Betriebsbeschränkung oder Schließung gewerblicher Unternehmungen, sowie auch Verkehrsbeschränkungen im Innern und gegenüber dem Ausland. Also all diese Möglichkeiten, die, ich habe das ja versucht auszuführen, wirklich schon eine längere Tradition hatten seit, wenn man es breit auffassen möchte, seit dem 14. Jahrhundert. All diese Maßnahmen werden hier noch einmal genauer ausgeführt, definiert und eben auf ganz spezifische Infektionskrankheiten bezogen.
Das ist 1913, 5 Jahre später, natürlich ein gewaltiges halbes Jahrzehnt mit dem Ersten Weltkrieg, kommt es zu einem weltweiten Ausbruch der sogenannten spanischen Grippe und damit zu einer ersten sehr drastischen Bewährungsprobe schon für dieses Gesetz. Und diese Influenza-Pandemie der Jahre 1918, 19 war eine der verheerendsten Seuchen der Menschheitsgeschichte überhaupt. Also die stellt, kommt natürlich ein bisschen darauf an, wohin man den Blick richtet und wie man die Bevölkerungsentwicklung in Rechnung stellt, also ob man es jetzt proportional rechnet oder in absoluten Zahlen. Aber in absoluten Zahlen steht es eigentlich außer Zweifel, dass das die schwerwiegendste Seuche war, mit einer seltsamen Konsensschätzung um die 50 Millionen Toten, wobei es hier eine erhebliche Unsicherheit gibt in beide Richtungen, aber man kann einmal sozusagen mit 50 Millionen sich eine Vorstellung zumindest machen von der Tragweite. Die spanische Grippe hat damals sozusagen fast jeden Winkel der Welt erreicht an irgendeinem Punkt, wenn auch in sehr unterschiedlichen zeitlichen Verlauf. Und wir haben, wenn wir jetzt aus der Perspektive von Österreich sprechen, am 2. Juli 1918, also schon fast mitten im Sommer, einen Bericht der Neuen Freien Presse, die über die ersten Fälle in Wien berichtet. Also das ist sozusagen der Startschuss. Davor gibt es Berichte über das Auftreten in Spanien, in Frankreich, in anderen Ländern. Also man ist sozusagen ein Stück weit gewarnt oder kann sich ja ein Bild davon machen. 2. Juli 1918, die spanische Grippe erreicht Wien. Was in erster Linie und zunächst die Menschen bewegt, ist die Angst, dass es sich um die Lungenpest handelt. Ich hatte schon darauf vorbereitet, Lungenpest, absurd. Das war eine reale Gefahr. Es gab diese Pest. Es gab auch eine sogenannte Laborpest in Wien Ende des 19. Jahrhunderts, die sozusagen letztlich glimpflich ausgegangen ist, aber doch mit 2 Todesopfern. Also die Frage, handelt es sich um die Pest, war nicht so absurd. Und man hat auch einen Internisten aus Prag, einen Professor Kohn, der sich im Zuge einer Pestexpedition nach Bombay sozusagen zum Experten für die Pest entwickelt hatte. Den haben wir dann an die Schweizer Grenze geschickt, da waren Fälle in der Schweiz auch. Und hat den eben gebeten um sein Gutachten. Womit haben wir es da zu tun? Das Ergebnis war, es ist nicht die Pest, es ist nur die Influenza und es wurde mit einem großen Aufatmen sozusagen beantwortet. Die Influenza, die kennen wir, 1890, die sogenannte russische Grippe, 89-90. Alle, die eben, sage ich jetzt einmal, deutlich über 30 waren, alle, die Ärzte waren, Ärztinnen, hatten das durchgemacht. Sozusagen die Influenza, kein Problem. Und das vor dem Hintergrund, dass Österreich im Juli 1980 als vermutlich erstes Land überhaupt weltweit, zumindest in Europa, ein eigenes Gesundheitsministerium hatte. Das wurde also da eingeführt mit einem eigenen Gesundheitsminister, hat in diesem speziellen Fall eigentlich nicht viel genutzt. Man könnte auch vermuten, dass es vielleicht sogar kontraproduktiv war, ein neu gegründetes Ministerium, noch nicht wirklich etabliert. Bei der Bekämpfung der spanischen Grippe hat es also keinen erkennbaren Vorteil gezeigt. Und im Grunde war auch der Weg der Behörden, das, was man heute als durchlaufen lassen bezeichnen würde, man hat eigentlich die Meinung vertreten, eben, dass die Influenza erstens eine bekannte Krankheit ist, dass sie schicksalshaft sozusagen kommt und geht. Der Wiener Stadtphysikus hat, das heißt, solche Wanderkrankheiten, sozusagen, die kommen, bleiben einen Monat und ziehen weiter, so quasi die, sagt man, weder wenn sie eintreffen, aufhalten, noch wenn sie weiterziehen. Das war ein bisschen das Bild. Und das hat sich als schwerwiegende Fehleinschätzung erwiesen, weil schon im Herbst, also wenige Wochen später, konnte man das eigentlich nicht mehr durchhalten. Das heißt, man musste dann unter dem Eindruck von explodierenden Krankenzahlen oder Krankheitsfällen, auch Todesfällen, und das waren damals insbesondere sehr futurant verlaufende Lungenentzündungen. Also es haben sich da auch die Berichte natürlich überschlagen, auch von Einzelfällen, die zum Teil wirklich extrem dramatisch klingen, dass also innerhalb von 12 Stunden oder so nach den ersten Symptomen quasi die Lunge in einen blutigen Brei verwandelt wird und die Menschen da innerlich ersticken. Also der Verdacht und diese Assoziation mit der Lungenpest, die kam nicht ganz von ungefähr. Das waren teilweise, aber nicht immer, teilweise eben durchaus schwerwiegende Verläufe. Aber auch die spanische Grippe ist damals sozusagen in der großen Mehrzahl der Fälle nicht glimpflich verlaufen, aber die meisten haben das überstanden, haben das überlebt. Medizinisch gab es auch keine großen therapeutischen Möglichkeiten, außer
Also Aspirin war sehr beliebt. Das hat man tonnenweise versucht, von den deutschen Verbündeten zu bekommen. Es gab eine ganze Reihe von Leuten, die mit irgendwelchen selbst erfundenen Heilmitteln hervorgetreten sind. Aber im Grunde schien das ein bisschen schicksalshaft aufgrund der hohen Infektiosität. Also man hat gesprochen davon, dass die Grippe durch das Schlüsselloch kommt, gewissermaßen. Also, aber dann, wie gesagt, im Herbst war es trotzdem politisch nicht mehr aufrechtzuerhalten und man hat dann Schulen, Theater, Kinos und andere öffentliche Einrichtungen geschlossen. Was man nicht vergessen darf, wir sind hier in den letzten Monaten des Ersten Weltkriegs. Das heißt, es ging auch insbesondere darum, bei dieser Entscheidung, so machen wir einen totalen Lockdown oder nicht. Es ging darum, den Krieg weiterzuführen, das heißt, die militärischen Anstrengungen aufrechtzuerhalten, die Produktion aufrechtzuerhalten und eine so weitgehende Schließung, wie wir das erlebt haben vor 2 Jahren, die war damals eigentlich außerhalb des denkbaren Horizonts der Beteiligten. Das ist mein Eindruck nach dem, was ich gelesen habe. Das ist dieser Bericht. Vielleicht noch zum Thema Masken. Also was gab es an Abwehrmaßnahmen? Die Masken wurden diskutiert, wurden auch breit angewandt, beispielsweise in den USA. Wenn Sie heute, können Sie im Internet vielleicht überprüfen, spanische Grippe in den USA, werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auf solche Bilder stoßen mit diesen Schutzmasken. Es wurde auch in Europa angewandt, beispielsweise in der Schweiz, in Luzern hat man das ausprobiert. Aber in Österreich wurde das eigentlich völlig abgelehnt. Man hat das sehr stark mit den Gasmasken im Krieg assoziiert. Und es war eigentlich hauptsächlich Stoff für Karikaturisten. Also niemand hat das, niemand von den Verantwortlichen hat das ernsthaft als Schutzmaßnahme in Erwägung gezogen. Das ist mein Eindruck. Ja, und damit schließe ich fast, also vielleicht noch abschließend, was die Bilanz dieser spanischen Grippe betrifft, um das vielleicht in Perspektive zu stellen, muss gleich vorausschicken, wenn man jetzt ausgeht von 50 Millionen Toten, diese gewaltige Zahl von Toten, auch die Schätzung ergibt sich einerseits aus der Tatsache, dass eben ein großer Teil der Weltbevölkerung damals infiziert war, also sehr hohe Inzidenzzahlen, relativ niedrige Mortalität pro Fall, gibt trotzdem sehr hohe Zahlen von Toten und dass es eben auch Länder gab, die wesentlich schwerer getroffen waren, was die Mortalität betrifft. In Österreich selbst, das ist der Statistiker des Volksgesundheitsamtes, der das dann erfasst hat, mit Rosenfeld, der ist ausgegangen im Rückblick, sozusagen in den Grenzen des dann übrig gebliebenen Österreich, von einer Größenordnung von 30.000 Todesopfern. Dazu muss man sagen, es gab keine spezifische Diagnostik. Also man wusste zwar, dass es, man glaubte zu wissen, dass es ein Virus war. Es gab auch Versuche, diesen Nachweis zu führen und einen spezifischen Erreger zu identifizieren. Aber es gab damals auch einen Schulstreit zwischen einer älteren Auffassung, dass es ein Bakterium ist, das sogenannte Bacillus pfeifferi, also ein Richard Pfeiffer, ein sehr prominenter Kochschüler und Bakteriologe in Breslau, der einfach behauptet hat, er hat das im Mikroskop gefunden und hat ein Bakterium identifiziert, hat fälschlicherweise das auch sehr schwer, es war sehr schwer zu reproduzieren, dieser Befund. Aber er und seine Schüler haben das sozusagen während des ganzen Krieges mit Zähnen und Klauen verteidigt, diese Theorie. Dem stand schon gegenüber sehr früh auch die Wiener, ohne jetzt da in den Lokalpatriotismus huldigen zu wollen. Aber die Wiener Kliniker haben ja auch sehr früh gesagt, Pfeiffer, das glauben wir nicht. Die waren wahrscheinlich so selbstbewusst, dass wir ein Mikroskop nicht finden. Das kann nicht sein. Und es gab also auch schon die im Rückblick natürlich richtige Auffassung eines Virus, wobei Virus war damals eigentlich ein theoretisches Konstrukt. Das heißt, im Wesentlichen, man nimmt den besten Filter, den man hat, erzeugt ein Filtrat. Dieses Filtrat war eben noch infektiös, denn da konnte man postulieren, dass der Erreger eben kleiner sein musste als das kleinste bekannte Bakterium und als das kleinste sichtbare Teilchen im Lichtmikroskop. Aber darüber hinaus hatte man also keinerlei spezifische Therapeutika, auch keine Impfung und nichts dergleichen. Vor diesem Hintergrund muss man sagen, ist es trotzdem relativ glimpflich abgelaufen, was Rosenfeld hier berechnet ist, die Exzesssterblichkeit insbesondere. Also der hat alle Atemwegserkrankungen, die über die normale saisonale Fluktuation hinausgingen, insbesondere schwer verlaufende Lungenentzündungen und Ähnliches errechnet und kommt eben auf diesen Weg
zu diesen Schätzungen. Ja, und damit würde ich schließen.